Ja Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Part 7. Wir haben ja beim Claire hier Quark Videospiel angefangen gehabt, was mir mega Spaß gemacht hat. Also, unglaublich. Wir starten das einfach noch einmal und versuchen da jetzt mal durchzukommen. Und zwar mit allen Quark-Erinnerungen, nämlich 100 Stück an der Zahl. Und dann hoffe ich doch mal, dass das klappt hier. So. Neues Spiel, neues Glück. Jetzt muss das aber funktionieren. Ich habe dazwischen auch nicht nochmal gespielt. Ich hab direkt da auf... Ja, wow, die habe ich übersehen. Ich habe direkt da aufgehört, wo wir auch angefangen haben. Ach, ich habe direkt da angefangen, wo wir aufgehört haben. Ja, wow, da kann ich auch direkt nochmal versuchen. So, juppie. So, nochmal in den nächsten rein. So, gut. So, nochmal neu bitte. Das war nämlich scheiße. So. Jetzt aber hier zusammenreißen. An die Maus da unten denken oder an die Ratte, die einen Hut auf hat. Okay. Gut, das ist schon weggesammelt. Okay, die war ja schon weg. So. Nochmal no. Ich renne auch immer rein, ne? So. Ich renne immer rein. So wird das nie was. Kann ich euch verraten, du. So. Ja, klar. Und da renne ich natürlich auch wieder rein. Das kann auch nicht wahr sein, dass das so schwer ist. Die alten Säcke behaupten, ein riesiger Roboter-Weltraum-Aal lebt in diesem Gebiet. Drücke die Kreistaste, um einen Blaster abzufeuern. Halte die R1-Taste gedrückt und bewege den linken Analogstick, um präzise zu zielen. Okay. Roger. Die auch abschießen hier? Nee. So, letztes Leben hier. So. Also wenn das erste schon derart, ich sag mal, nicht schwer ist, sondern so ist, dass man so dermaßen aufpassen muss, dann will ich gar nicht wissen, wie lange das noch dauert mit mir, du. Oha. So. Ich glaube, die Zeit, in der wir das bisher abgeschlossen haben, das ist nicht so gut. Oh nee, du. Okay, wir haben immerhin einen Checkpoint. Das hätte man mir auch vorsagen können. Dann wäre ich nämlich schneller gelaufen. Wie Quark grinst. Ich finde das so geil, ne? So. Noch drei. Ein noch. Titanbolt. Okay, wir bekommen hier dadurch Titanbolt. Das finde ich gut. Für ein leckeres Gesundheitsupgrade. Immer dran denken, Kadetten. Es gibt eins in jedem Level. Das konnte ich auch gerade gebrauchen. So. Okay, ich brauche eine neue Waffe hier.
Okay. Noch eine neue, bitte. Oha. Ich brauche noch eine. Nachschub. Wie groß die Faust wird. Ich finde das so cool. So. Warum springe ich denn da rauf, ey? Ja, geht auch. So, 5 Minuten haben wir dafür gebraucht. Das war schlecht. Das muss schneller gehen. Gut. Oha. 10.000 Bowls sind... Nee, nicht 10.000. Das wird nix. 6.000 Bowls. Ist doch gut. Dafür, dass wir nur diese ganzen... Okay. Weiß ich Bescheid. Alles klar. So, was haben wir denn jetzt? Aber cool war es, echt. Das macht mega Spaß. Einiges erlebt, aber das ist wirklich die Höhe. Robo-Piratengeister, für wie blöd halten die uns? Hey, Professor, du bist dran. Und wieder verdanken die Bürger der Solana-Galaxie dem Mut des Mannes hinter dem Coup ihre Rettung. Widerwillig nahm Quark eine kleine Belohnung für seine Dienste an und spendete die gesamte Summe der Stiftung Quarks Stiftung für junge Hüpfer. Die Schönheitsoperationen und attraktive Damen bereitstellt, und zwar für Bedürftige namens Quark. Ich habe eben ein großes Herz. Herr Präsident, ja, ich habe den Obstkorb erhalten, danke. Anscheinend bin ich allergisch gegen Pflaumen. Ja, so ist das. Was? Blackwater City wird angegriffen? Ja, Sir, bin schon unterwegs. Die spannenden, absolut wahren, wer's glaubt, Abenteuer von Captain Quark werden in Episode 2 fortgesetzt. Allein schon, wer's glaubt. Oh, Quark erinnert sich. Na, wer ist denn der hübsche Knabe? Quarks Erinnerung scheint zurück zu sein. Hey, diese Garderobe ist eine Zumutung. Was für eine Billigproduktion habt ihr denn am Laufen? Ganz der Alte. Ich glaube, er muss sich noch eingewöhnen. Bis dahin habe ich den perfekten Auftrag für euch zwei. Wir haben vor kurzem von einem Holoprojektor-Prototyp gehört, der nicht nur die Gestalt, sondern sogar die Sprache eines Tyrannoiden verleiht. Bild ich mir das ein oder riecht ihr nach Bananen? Jedenfalls. Ist das Gerät zufällig diese Woche der Hauptgewinn bei Zerstöre deine Welt? Seht's euch an. Todesstrecke. Todesstrecke, Todesstrecke! Und das heutige Opfer! Ich meine, Kandidat! Fred! Fred ist Buchhalter bei Gadgetron. Ihm ging einmal ein Wandlerstrahl in der Hose los. Ein Riesentyp. Sehen wir mal, was ihn erwartet. Das sieht doch halb so wild aus, nicht wahr? Viel Glück, Fred! Der nächste bitte! Neuer Tag, neue Todesstrecke. Jo, dann wissen wir Bescheid. Koordinaten, zerstöre dein... was war das? Zerstöre deine Welt. Station Q9. Ja, wie eine Riesenkarte, wa? Aber zuerst, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, liegen gut in der Zeit, würde ich sagen, gehen wir hier erstmal hier hin, Holo-Simulation, und gehen hier mal in die, ja, Arena und machen hier mal ein bisschen was. Achte beim Kampf gegen die Testpuppen auf Bodenplatten, die verschwinden. Herausforderung Höhenangst. Machen wir mal. So, bin ich mal gespannt. Kann ja noch nicht so heftig sein hier, ne?
Aber eigentlich macht man das ja mit als erstes. Oder sieht man das hier als erstes, deswegen kann das auch nicht so schwer sein. Ja, sag ich auch. Das ist ja noch gar nichts. Oha. So, letzte Runde schon. Machen wir gleich noch eine, wa? Glückwunsch, 500 Bowls plus die, die wir sowieso hier noch bekommen haben. So, was haben wir denn hier? Schnelle Runde, zerstöre alle Testpuppen, bevor die Zeit läuft, beendet, 400 Bowls. Der Schocker. Zerstöre alle Testpuppen mit deinem Schockblaster. Okay, ja, Version 2, also das Ding wird kein Gegner sein, glaube ich. Ich hoffe nur, dass die Munition reicht. Gut, das war's schon. Nächste Runde schaffen wir auch noch. Omnischläger. Zerstöre alle Testpuppen mit deinem Omnischlüssel. Kein Problem. Ey, du Arsch, du. So. Das schaffen wir auch ohne Probleme. So. So, ne, letzte Runde. Bowls. Und wir haben immer noch richtig gut Zeit. Dann machen wir die nächste. Oh, okay, gut. Das waren schon alle. Schnelle Runde. Machen wir die schnelle Runde auch nochmal. So. Blaster. So. Gar nicht drauf geachtet. Hat sich jetzt der. Hat sich das jetzt ein bisschen geupgradet hier? Ach, das sind auch richtig Herausforderungen gewesen. Okay, gut, dann machen wir die noch weiter. Tanzbein. Während du gegen die Testpuppen kämpfst, verschwinden Bodenplatten und erscheinen dann wieder. So. 8 Runden. Okay, das könnte eng werden. Naja, wir versuchen. Also rein theoretisch, wenn wir hier stehen bleiben, kann uns ja nichts passieren, ne? Okay, es geht doch schneller als ich dachte. Sollte also kein Problem sein. So. Und der letzte, so. Ja, das wird von der Zeit her perfekt. Besser geht's gar nicht. So. So. Letzte Runde jetzt, oder was?
Oh, er hat mich einmal getroffen. So, letzte Runde jetzt. So, also Nanotech graden wir ab, also wird das eigentlich doch auch 90 Sekunden Killer. Zerstöre noch mehr Testpuppen, bevor die Zeit abläuft. Ja, das machen wir aber irgendwann anders. Wir sind nämlich schon ziemlich über dem Limit. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Part. Euer Tracer. Ciao, Leute.